Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder mal um einen Haul. Und zwar war ich bei Rossmann und ich habe auch ein paar Kleinigkeiten von Müller. Die liebe Lena war wieder für mich im Müller einkaufen und zwar hatte sie sich bei meinen aussortierten Produkten ein bisschen was ausgesucht und hat es mir eben abgenommen und im Gegenzug war sie dann quasi für mich im Müller und hat so ein paar Produkte gekauft, die ich halt haben wollte und ja, die hat sie mir dann zugeschickt. Das gehört jetzt quasi zu meinem Müller-Haul und ich würde einfach sagen, beziehungsweise zu meinem Müller- und Rossmann-Haul. Ich war nämlich auch bei Rossmann und habe dort geshoppt. Ich habe online bestellt bei Rossmann, ich war aber auch direkt bei Rossmann und ich würde einfach sagen, ich starte direkt durch mit Müller. Dort sind es nämlich nur 6 Produkte geworden. Und zwar zu einem von Aveo. Boho Beauty Rasiergel mit pflegenden essentiellen Ölen ist eine LE. Und gibt es jetzt, denke ich, über Herbst, Winter. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Ich habe das auf Bildern gesehen. Die meisten Neuheiten sehe ich über Instagram auf Bilder und so. Und speichere das mir dann ab, mache dann Screenshots und speichere mir das ab und schaue dann in der Drogerie, beziehungsweise auch online, ja, was erhältlich ist, was ich kaufen möchte und was nicht. Und das hat mich sehr, sehr interessiert. Zu einem mag ich die Aveo Rasiergele sehr, sehr gern, weil ich finde, die sind sehr, sehr ergiebig. Aber die sind auch immer sehr, sehr gut zur Haut. Deswegen wollte ich jetzt das unbedingt haben. Dann habe ich mir ein Duschgel mitgenommen. Und zwar gibt es das nur bei Müller und bei Butni. Und Butni komme ich jetzt wahrscheinlich länger nicht mehr hin. Aber Lena kam jetzt eben in den Müller für mich und hat dort von Tracamoon die Variante Shea Butterfly gekauft. Pflegedusche mit Shea Butter und Cocoa Su. Tonka-Duft. Ja, sieht sehr, sehr interessant aus. 375 ml. Ich finde das Design sehr, sehr schön. Ein bisschen schade, dass man nirgends durchschauen kann, aber okay. Und es riecht halt sehr, ja, so ein bisschen cremig pflegend. Erinnert mich so ein bisschen an die Shea-Reihe von The Body Shop tatsächlich. Also da bin ich auf jeden Fall ultra gespannt drauf. Werde ich auf jeden Fall testen. Dann zwei Handcremes, die ich unbedingt wollte, die ich auch auf Bildern gesehen habe auf Instagram. Und ich habe ihr eben dann die Bilder geschickt, was mich halt eben interessiert. Sie hat auch so noch ein paar nach ein paar Neuheiten geschaut. Und es war aber so nichts anderes für mich eben dabei. Aber diese beiden Handcremes wollte ich unbedingt haben. Und zwar sind das beides auch LEs. Einmal die Handcreme Frangipani Kokosduft für weiche und geschmeidige Hände. Sieht super, super schön aus. Also vom Design her sehr, sehr hübsch. Hier habe ich auch schon dran gerochen. Die riecht wirklich sehr, sehr angenehm. Ich habe momentan jetzt immer noch genug Handcremes da, aber nicht mehr ganz so viel. Deswegen habe ich eben jetzt die zweimal mitgenommen. Frangipani Kokos, wie gesagt, hat einen schönen Duft. Riecht halt süßlich nach Kokos, hat aber eben auch diesen leicht blumigen Einschlag. Fand ich sehr, sehr schön. Preise findet ihr immer in der Infobox. Und dann von Aveo die Handcreme Mango und Papaya Duft für zarte und geschmeidige Hände. Das ist diese hier. Wollte ich auch unbedingt haben. Also die wollte ich auch unbedingt haben. Und ja, ich liebe Mango Duft, ich liebe Papaya Duft. Das war so genau mein Beuteschema. Ja, und riecht auch unglaublich fruchtig. Also mag ich sehr, sehr gerne. Werde ich auf jeden Fall testen. Dann habe ich mir 2 Masken mitgenommen. Und zwar zu einem eine Tuchmaske, die wollte ich auch sehr, sehr gerne testen, von der Cardia Vera Marke Goldie Rose Tuchmaske mit Hyaluronsäure, Gold- und Drachenfruchtextrakt für alle Hauttypen. Die durfte einmal mit, bin ich sehr, sehr gespannt. Ich habe momentan immer so ein bisschen Probleme mit solchen Masken, die so Goldschimmer enthalten oder allgemein so schimmrig sind, weil ich diesen Schimmer einfach nicht mehr von der Haut bekomme. Aber die wollte ich jetzt gerne noch testen. Und von Cardia Vera die Go Bananas Maske, Kokoswasser, Tonerde und Shea Butter mit Bananenduft. Die wollte ich auch unbedingt testen. Klare, feinporige Haut für alle Hauttypen. Ja, die einmal ist auch nicht ganz so teuer und ist eben eine reinigende Maske. Ich bin ja nicht mehr so der Fan von diesen Crememasken, die so auf, also so Feuchtigkeitsmasken, die auf Cremebasis sind, so rum. Sondern ich mag halt bei den Feuchtigkeitsmasken eher so die Tuchmasken. Deswegen bin ich sehr froh, dass das so eine reinigende Maske war. Dann kommen wir jetzt zu Rossmann. Da habe ich mir zu einem von Isana die Cremeseife Kirschblüte mitgenommen. Mit Kirschextrakt und Kirschblütenduft. Die habe ich mitgenommen. Das sind 150 Gramm. Ich habe jetzt noch ein kleines Stück von einer anderen Seife in Benutzung. Und ich denke, die wird jetzt die Tage auch bald angefangen werden. Und ja, riecht sehr, 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 sehr schön. Dann durften Duschgele mit. Und zwar 4 Stück. Zu einem gab es von Isana 2 neue LEs. Einmal hier die Cremedusche Glam Gold
mit dem Duft nach Mandeln und Vanille. Das hat mich natürlich auch sehr angesprochen. Das riecht sehr, sehr schön. Also es hat einen sehr, sehr schönen, ja, Duft. Also ich liebe ja sowieso diese Vanillereihe von Isan, also dieses Vanilleduschgel. Und das riecht halt sehr, sehr ähnlich, nur noch mit einem Einschlag von Mandeln. Also so ein bisschen warm, nussig dabei. Und das fand ich einfach super, super schön. Deswegen durfte das einmal mit. Und einmal, da war ich halt ein kleines Verpackungsopfer von Isana, die Cremedusche. I love you like nobody else. Und da gibt es ja auch Küchentücher davon und Toilettenpapier. Ich denke, vielleicht kommt da auch noch eine Seife oder so davon raus. Finde ich auf jeden Fall super, super schön. Und ja, habe ich mir mitgenommen. Vom Duft her ein bisschen schwierig tatsächlich zu beschreiben. Es riecht so ein bisschen süßlich, aber auch so ein bisschen winterlich. Ich finde es sogar so ein bisschen nach Marshmallow. Bin ich super, super gespannt drauf. Es steht halt nichts drauf, nach was es riecht, leider. Aber bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Dann habe ich zwei neue Duschgel von Naturebox gekauft, beziehungsweise ist das eine auf jeden Fall neu. Ich glaube, das andere gab es vorher schon. Und zwar habe ich mir einmal das Naturebox aufbauende Duschgel mitgenommen mit Argan-Duft. Da habe ich ja Shampoo und Spülung von da und ich liebe diesen Duft. Deswegen durfte das hier einmal mit. Bin ich sehr, sehr gespannt drauf. Sind enthalten 250 ml, auch noch eine gute Größe, kann man gut verwenden. So die Standardgröße von den teureren Duschgelen, sag ich mal. Und einmal die Naturebox-Variante mit Kokosnussduft, exotisches Duschgel. Das durfte auch mit. Ich meine, das hatte ich sogar schon mal und fand das nicht gut. Aber mein Duftempfinden und auch meine Haut hat sich in den letzten 2, 3 Jahren sehr verändert. Und ich hatte die Produkte, als sie ganz neu in die Drogerie kamen. Also ich muss sagen, mittlerweile die Produkte, die ich getestet habe, finde ich alle sehr, sehr schön. Passend zu der Kokosreihe habe ich mir hier auch die Bodylotion mitgenommen. Exotische Bodylotion mit Kokosnussduft. Schnell einziehend habe ich eben alles noch nicht probiert, deswegen kann ich dazu auch noch nichts sagen. Habe aber schon dran gerochen und die riecht eben auch sehr, sehr schön. Also nicht zu künstlich nach Kokos, sondern sehr, sehr angenehm. Dann habe ich hier ein kleines Geschenkset ja, mitgenommen. Das wollte ich unbedingt testen. Von Alterra. Ich bin ein Fruchtretter. Die beiden Bodybutter. Und zwar einmal mit Bio-Baby-Pfirsich und Hagebutte und einmal mit Bio-Baby-Apfel und Mandel. Und das sind eben Bodybutter mit Extrakten aus geretteten Bio-Babyfrüchten. Und das fand ich halt sehr interessant. Ich habe auch schon an beiden gerochen und beide riechen sehr gut. Also man riecht auf jeden Fall Apfel und Pfirsich raus. Man riecht aber eben halt auch Hagebutte und Mandel so ein bisschen bei beiden. Also man muss halt da so ein bisschen wissen, ob man Naturkosmetik mag oder nicht. Ich muss sagen, bei den ja, Körperpflegeprodukten wie Bodybutter, Bodylotions habe ich nie so starke Probleme wie bei den Duschgelen. Deswegen wollte ich das jetzt hier mal austesten. Dann einmal von Fußwohl das Fuß- und Schuhdeo. Bis zu 24 Stunden ja, langanhaltende Frische und ohne Aluminium. Zuverlässiger Schutz gegen Schuh- und Fußgeruch. Und ich hatte jetzt dieses Jahr zwei unterschiedliche da, so einmal ein Schuhdeo und einmal ein Fußdeo. Und ich brauche halt aber super, super lange, um sowas aufzubrauchen. Deswegen habe ich mir jetzt mal dieses hier nachgekauft. Dose über Kopf, sprühbar steht hier noch drauf. Und deswegen, ich denke einfach, dass das es auf jeden Fall auch tun wird für ein paar Monate, für ein halbes Jahr oder so. Und dann kauft man sich halt ein neues. Aber ich möchte halt nicht mehr zwei Aluminiumflaschen hier rumstehen haben. Vor allem, weil ich das halt nicht so regelmäßig benutze. Dann habe ich hier ein Badesalz mitgenommen. Isana Badesalz Ruheoase mit grünem Tee und Hanföl. Und als ich das erste Mal dran gerochen habe, fand ich, dass es so ein bisschen nach Passionsfrucht roch, also so nach Maracuja. Es steht aber hinten drauf, dass es nach Zitrone und Vanille riechen soll. Ja, bin ich gespannt, werde ich benutzen, werde ich testen. Mal schauen, wie es dann so riecht im Wasser. Und dann durften noch Masken mit und zwei Augenpads. Und zwar zu einem von Yuti wieder die iPad Mask, dieses Mal die Veggie-Mixtur, Gurkenextrakt, Hyaluron und Tigergras, die hatte ich ja schon mal aufgebraucht. Fand ich zusammen mit der goldenen so auf dem zweiten Platz. Die blaue gefällt mir immer noch mit am besten. Die ist auf dem ersten Platz, die goldene und die grüne dann auf dem zweiten. Die lilane auf dem dritten. Und welche ich gar nicht so mochte, ist die pinke Variante. Deswegen habe ich die, ja, Türkisen jetzt einfach mal wieder mitgenommen. Und dann habe ich entdeckt von Isana Hydrogel-Augenpads, Hydro-Intensiveffekt mit Hyaluron und Aloe Vera. Das ist quasi dann, ja, ein Dupe zu den Beauty-Augenpads, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und zwar von den blauen. Will ich auf jeden Fall gerne mal testen, bin ich gespannt drauf.
Dann durften einige Masken mit, und zwar zu einem von Luvos Heilerde Anti-Pickel-Maske bei fettiger, unreiner Haut. Die mag ich super, super gern. Die funktioniert bei mir. Die reinigt bei mir sehr, sehr gut. Ich vertrage die super. Die hilft bei meinen Pickelchen sehr, sehr gut. Und deswegen durfte die mit. Und dann gab es die Aktion 4 plus eine Maske gratis bei Schäbens. Und die habe ich auch genutzt und habe mir tatsächlich sogar 6 Masken mitgenommen. Eine davon hatte ich aber online bestellt gehabt. Deswegen waren es dann, als ich direkt bei Rossmann war, 5 Stück. Ich habe mir auf jeden Fall 4-mal die Schäbens Totes Meerschlammmaske mitgenommen. Da hatte ich eben eine schon online mitbestellt gehabt. Ich finde die richtig gut. Also ich mag die sehr, sehr gern. Ich mag die genauso gern wie die von Luvos. Und die von Luvos ist aber ständig ausverkauft, deswegen die von Schäbens. Und 2-mal die Clear Mint Maske, die habe ich jetzt getestet und aufgebraucht und fand die richtig schön. Deswegen durfte die nochmal 2-mal mit. Die ist nicht so extrem kühlend auf der Haut, wie ich gedacht hätte. Aber ist trotzdem sehr klärend, ohne die Haut so stark zu irritieren. Deswegen sehr, sehr schön. Und dann noch 3 Tuchmasken. Einmal von der Beauty Mask Company, die Hyaluron Tuchmaske. Die hatte ich schon mal und fand die sehr, sehr gut. Deswegen durfte die jetzt nochmal mit. Finde ich klasse. Und dann von Bullrich, die hatte ich bei der Stefanie gesehen auf Instagram. Und zwar einmal die Heilerde-Tuchmaske Totes Meersalz zur Beruhigung der Haut. Entspannend und beruhigend bei trockener und gereizter Haut. Einmal die pinke. Und einmal die Heilerde-Tuchmaske mit Hyaluronsäure für einen belebten Teint, erfrischend und belebend für eine glatte und straffe Haut. Bin ich sehr, 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 sehr gespannt drauf. Und dann durften eben noch 2 Produkte bei Real mit. Die zeige ich euch jetzt einfach ganz schnell auch. Und zwar von Montagne Jeunesse. Seventh Heaven Coconut Rescue Mask. Die hatte ich schon sehr oft und mag die sehr, sehr gern. Deswegen durfte die jetzt nochmal mit. Hier sind drin 25 ml. Und einmal von Palmolive Magic Softness. Die Schaumhandseife mit Himbeere. Ja, die hatte ich auch schon ein paar Mal. Hatte ich früher sehr, sehr oft in der Glossy Box Young Beauty. Und jetzt hatte ich irgendwie wieder Lust drauf. Ich war jetzt eine Zeit lang nicht mehr so der Schaumseife benutzt, aber jetzt hatte ich irgendwie Lust drauf. Deswegen habe ich die mitgenommen. Bei Real. Preise, die circa Preise, schreibe ich euch bei Real auf jeden Fall auch in die Infobox. Schaut auf jeden Fall mal rein. Und das war's auch schon. Das war alles, was ich gekauft hatte bei Rossmann und Müller und halt eben die 2 Produkte von Real. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video gefallen hat. Schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, ob ihr davon schon was getestet habt und wenn ja, was und wie es euch gefallen hat. Und dann würde ich auf jeden Fall sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut und bis bald. Ciao.